Fast geschafft. Noch 4 Meilen bis Lerwick. Das schaffe ich dann auch noch. Muss ich nur noch Halt anlegen und dann, ich glaube, dann fahre ich in den Kohl und schlafe erstmal 3 Tage durch. Ich bin so fix und fertig. Gibt's ja gar nicht. Okay, bis später. Den Strom leider gegen mich, einen halben Knoten nur, aber das ist nicht so schlimm, aber es eiert so ein bisschen rum. Hatte eben die Genua ein bisschen eingerollt, groß schon lange weg, hatte ich wieder 30 Knoten, in Lerwick war es fast Flaute und Sonne und jetzt ist bedeckt, Nieselregen. Ja, so sieht's aus. Ich denke mal, eine Stunde bin ich da und dann werde ich mal ein paar Bilder schießen da von der Insel Worley. Das ist die Schere, ja, die heißen auch Scheren hier. Schere Hook Stark, 33 Meter hoch. Ganz gut sehen die Strudel hier vorne. Der Strom kommt jetzt, ich bin jetzt hier an der Ecke, an der Korne und bin jetzt mit dem Strom rein. Das geht jetzt Richtung Norden. Der Strom setzt hier raus und kommt den Sound hier runter. Und hier kann man das schön sehen hier vorne. Das Boot dreht sich. Ich muss hier lang. Hab keine andere Wahl. Jetzt kommt noch gleich ein bisschen Wind und dann habe ich ein bisschen Unterstützung und dann geht das vielleicht auch hier Richtung Nordwesten. Ich habe jetzt 6 Knoten knapp durchs Wasser. 11 Knoten Wind von hinten. Beide Segel gesetzt. Gehen nur gerade. Bei 12 von hinten. Wäre die Geschwindigkeit ganz okay. Und man hört es, ich habe die Maschine laufen. Halbe Kraft. 1800 Höhe. Und schaffe es auf 2,8 über Grund. 2,5, das ist nicht 4. Also setzt er hier mit knapp 4 schon mal gegen an. Aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss hier durch. Geht noch ein bisschen oben. Der Kartenplotte sagt auch 2,8 hier unten. 2,6 hier vorne, da muss ich noch rum und 2,4. Und wenn ich hier bin, dann lässt das ein bisschen nach, dann geht er unter 2. So ist die Berechnung jetzt. Und ja, mal gucken. Ne? Strecke machen, ohne Strecke zu machen. Ein Wortspiel. Ich gebe hier fast alles. 2,2 über Grund, 2,019 und Fahrt durchs Wasser 6,5 und so sieht es hier aus mit Strudeln und bisschen Wind ist auch, aber das bringt mich nicht so richtig vorwärts hier. 2,0. Eindeutig zu sehen, Haifisch. Haifisch in Sicht. Ja, da will ich hin. 2 Meilen. Und mal schauen, wie geschützt das ist da an der Bucht. So, fast angekommen. Da ist diese Bucht im Yell Sound. Yell Sound ist der
der große Strom, der hier durch die Shetland Island durchgeht. Und hier wollte ich rein in die Bucht, die scheint geschützt zu sein. Über Nacht kommt ein bisschen Nordwind. Da gibt es einen kleinen Anleger da hinten in der Ecke nachher. Ansonsten könnte ich wahrscheinlich auch ankern hier. Das werde ich mir erstmal anschauen. Geno habe ich schon eingeholt, weil der Wind so von hinten kommt und die nur rumflattert. Groß werde ich auch gleich bergen. Und dann habe ich sogar noch schönes Wetter heute. Es ist zwar kalt, 10 Grad. Ja, das ist die andere Seite. Ja, die Maschine läuft. Ich musste den ganzen Strom hier hoch dampfen mit Maschine. Halbe Leistung und vollen Segel. Das hat Diesel gekostet und Nerven. Ich bin stellenweise unter 2 Knoten gerutscht und ja, das ist so. War so berechnet. Im Hafen Hamburg steht drin, dass er bei Wind auch mal 6 Knoten haben kann, der Strom. Dann hätte ich hier gar keine Chance. Fantastisch. So. Ja, jetzt bin ich mittendrin bei den Fischkuttern. Ich muss eben den Platz mal umlegen, weil ich hier für 2 Kutter den Platz belegt habe, da zum Entladen. Die entladen da die ganzen Muscheln. Ich habe mich noch mit angepackt und eine halbe Tonne Muscheln da auf dem LKW. Aber dafür darf ich jetzt hier liegen und dann haben sie mir noch so einen großen Sack voll Muscheln gegeben. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen will. Ah ja. Jedenfalls heute nicht mehr. Nehme ich morgen mit und dann mache ich mir die unterwegs. Die sollen gebraten werden, 2 Minuten nur und dann Butter und dann soll ich wohl davon ganz dick werden. So, so war der Gedanke. So, bis später. Das ist jetzt mein Weg nach Hause. Ah, ihr könnt gleich wieder sauber machen. Ja, Shetland Ade. Heute geht's weiter. Bin hier im Yell Sound. Da drüben ist Yell, Insel. Und ich fahre jetzt nordwärts. Der Wind kommt nachher noch. Ein bisschen ist schon da. 6 Knoten. Und ist jetzt über 180, 190 Seemeilen nach Torshafen. Torshavn. Morgen Abend zwischen 17 und 20 Uhr dort sein werde. Kommt ein bisschen Wind, 30 Knoten wieder. Ja, wie immer, so ist die Vorhersage. Und, aber unterwegs scheint es moderat zu sein mit 12 Knoten, 15 Knoten, in Böen mal 20. Das ist alles okay. Und dann immer von Südost, von hinten. Das macht wohl klappen. Also ich werde dann noch einen Franzosen treffen, Patrick. Der kommt von Lehrweg heute wahrscheinlich, hat ein bisschen längeren Anweg. Und Georg, der kommt auch aus Lehrweg, aber der fährt um die Südspitze rum, das sind 60 Meilen mehr. Warum er das gemacht hat, weiß ich nicht. Oder warum man das machen will. Wir werden es auf jeden Fall auf den Föhren wieder treffen. Und dann beim Bierchen mal das auswerten. Also, immer so. Ist irgendwas. Ich bin jetzt unterwegs, hier noch immer im Norden von den Shetlands. Hatte ihn bei der Hafenausfahrt das Gefühl, dass da extrem wenig Wasser aus dem Motor kommt und dass die Kühlung vielleicht nicht funktioniert. Aber Kühlwasser ist genug da, das habe ich ihm kontrolliert. Und jetzt baue ich das Pumpenrad hier mal aus. Mit 2 Schrauben schon abgemacht. Seeventil ist zu. Weil es ja unter der Wasserlinie liegt, sonst läuft es hier gleich voll. Und dann werde ich mal das Teil hier mal austauschen. Hier. Mal schauen, ob es daran gelegen hat. Und als ob ich es geahnt hätte, da kann man das sehen. Ein paar Flügel sind gebrochen. Einer fehlt ganz. Also war meine Vermutung doch ganz richtig. Ja, so ist es schön. Schön, dass draußen Wind ist. Eigentlich brauche ich die Maschine ja gar nicht. Können wir auch abschaffen hier. Ganze Ballast hier, ganzen Tank, ganzen Diesel. Shit. Elektromotor. Ach, gleiche Gewicht. Noch mehr Probleme. Kein Strom unterwegs. Was weiß ich.